Unsere Hühner wollen Fresschen. So, aber wir haben drei, das heißt, wir können so langsam einen, in Anführungsstrichen, abbauen. Sieht es auch aus. Und weg ist er. Ja. Und da liegt ein Stück Fleisch. Das heißt, wo ist das Ofen? Das heißt, wir können uns auch mal wieder. Wir könnten, ja. Genau, sowas will ich sehen. Ist die Kiste auch schon wieder voll? Jo, tatsächlich. Constructions sollten da sowieso gar nicht rein. So, ich mache jetzt mal was. Was ich eigentlich schon früher machen sollte. Denn wir. Wir brauchen einen. Eigentlich schon einen Mason von hohem Level. Und Day ist nicht wirklich vom hohen Level, deswegen. Dankeschön. Und dann machen wir dich einfach wieder zum normalen Mason. Dankeschön. Was gibt's eigentlich sonst noch so an Jobs? Der Rest ist noch mit Fragezeichen bestückt. Das heißt, entweder können wir es noch irgendwann erreichen. Oder vielleicht ist es vielleicht die Grundidee bereits geschaffen, aber es braucht noch ein Update. So. Das würde auch geil aussehen. Aber dafür braucht selbst der hier noch ein Update. Und das hier wollte ich eigentlich auch schon mal probieren, wie das ausschaut. Ist ja auch noch ein Aufbauspiel. Es gibt ja auch eine reine Aufbauversion ohne Gegner und so. Aber es wäre fürs Let's Play wahrscheinlich ein bisschen zu langsam, zu langweilig geworden, obwohl mir das so alleine eigentlich ganz gut gefallen würde. So, da ziehen sie sich um, das ist ja eigentlich recht cool gedacht. So. Stone Chest. Platziere ich mal hier. Hat, glaube ich, mehr Platz als die Holzkiste. So, was haben wir hier? Auch ein paar coole Sachen, die sie dann aber doch nicht. Die sie einfach liegen gelassen haben. Ja, warum denn nicht? Mal sehen, was kann man hier denn noch sonst so machen? Ja, muss eigentlich nicht, ne? So, Board of Clothes. Loom brauchen wir dafür. Ja, mach ich mal. Stell ich irgendwo da hinten hin. So richtig einrichten tue ich mir das noch nicht. Firepits. So. Construction bitte nicht. Und. Ach, da gibt es auch noch Inhalte, aber. Naja. Aus der Sicht muss man auch immer erstmal wieder rauskommen. Das würde ich mal. Da bin ich echt mal neugierig, wie das aussieht. Vielleicht. Hier so platziert. Einmal hier so rum platziert, würde es, glaube ich, so ganz schnieke aussehen. Ich habe verdammt nochmal keine Idee. Warum diese Musik ständig kommt.
Also ich sehe nichts. So, mein Mikrofon ist die ganze Zeit irgendwie am Rauschen. Das nervt mich. Ich denke mal, das hört ihr selber auch ganz gut. Ja, egal. Sollte schon gehen. Ich muss ja nicht überprüfen, das wird immer so bleiben, also ein bisschen wird es immer ein bisschen rauschen. Spoon of Thread. So. Jetzt stehen die alle wieder rum und machen nichts. Habt ihr nichts zu tun? Scheint so. Ich habe verdammt viele Leute, aber die alle haben dann irgendwie doch nichts zu tun. Kann der Schmied nicht irgendwas schmieden? Na also. So. Und der Mason, der kann auch noch ein paar Sachen erledigen. So. Und irgendeine Sache habe ich da doch auch noch produziert. Beziehungsweise produzieren lassen von unseren... Loom. Da sollte jemand so einen Loom machen. Das hat er doch wohl hoffentlich nicht. Habe ich das schon gesagt? Hier, bitte. Filter, keine Constructions. Haben sie auch nicht, okay. Wo hat er denn das Loom hingestellt? Das müsste doch eigentlich hier irgendwo hinkommen, oder? Nee, hier. Hä? Hallo? Spinning Wheel. Man macht zwar nicht am Spinning Wheel. Habe ich vielleicht einfach keinen. Doch. Ich habe inzwischen quasi jede Art von Arbeiter, die man haben kann. Also die was craften können. So. Mach das bitte mal. Dankeschön. Vielleicht war er auch einfach zu beschäftigt in letzter Zeit. So? Das Spiel hat echt immense Verzögerung. Ich drück das Teil drauf und Stunden später, jetzt bietet er mir an, es irgendwohin zu platzieren. So. Inzwischen gibt es auch sehr, sehr viele Flammen. Oh Gott, 2 FPS hat das gerade. Ich glaube, das Spiel kommt mit einer großen Anzahl an Dorfbewohnern noch nicht so richtig klar. Ja, wenn ich mich vom Dorf entferne, dann verbessert es sich. Aber so richtig eigentlich auch noch nicht. Vielleicht würde ich erstmal etwas länger mit Stoneheart aufhören und versuchen Stoneheart wieder weiterhin aufzunehmen, sobald es ein neues Update gibt.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das an meinem Rechner liegt, weil mein Rechner hat bereits um einiges komplizierteres hinbekommen als Stoneheart. Bandage zum Beispiel, da gibt es viel, viel, viel mehr Menschen, die irgendwelche Arbeiten tätigen. Und das läuft recht flüssig. Da würde ich mal sagen, müssen die einfach die Macher von Stoneheart aber noch dran arbeiten. So. Apropos dran arbeiten. Was zur Hölle macht eigentlich dieser verdammte... Ach Gott. Blacksmith hat Never... Das ist gut, das ist sehr gut. Contents. Nachher hat er das tatsächlich irgendwo hier reingetan. Hat er tatsächlich. Workshops also. Dangerous Goblin, ach komm schon. Wo? Da. Als so gefährlich würde ich den so direkt nicht einschätzen. Okay, der hat die tatsächlich einfach nur hier reingetan. Aber wie kann ich ihm sagen, dass er das nicht soll? Da steht hier unter Workshops. Und ich finde interessanter ist, die viel interessantere Frage ist, wie kann ich den diesen Loom bewegen oder sagen, setz den bitte irgendwo hin. Ich klicke den Loom an und er bietet mir da unten nicht irgendwie was an oder so. Food und Drink ist es schon mal nicht. Weapons und Armor sollte es auch nicht sein. Tools and Goods eigentlich auch nicht. So, was wurde jetzt angekündigt? Der da? Ist euer Ernst? Wegen dem macht ihr so ein Fass auf. Ist nicht euer Ernst, oder? Da beachte ich lieber erstmal diese... Nö. Boah, da sage ich nicht mal, dass die irgendwie das... Irgendwer die angreifen soll, die machen das aber von selber und haben da keinerlei Probleme mit. So. Warum? Contents, Food, Weapons. Weapons und Armor. Aber Workshops hat nicht irgendwie so sein eigenes Dingens. Jetzt kommen die ganzen Drohnachrichten, die wollen uns schon irgendwas antun. Aber die hauen einfach so vor uns ab. Und jetzt kommt die ganze Zeit so ein Misch aus dieser Kampfmucke und dieser dramatischen Musik. Und einfach nichts passiert. Okay, es ist Workshops. Nicht Weapons, nicht Resources, nicht Wealth, nicht Food, nicht Plants, nicht Armor. Was dann?
Ach, wahrscheinlich muss ich einfach nur... Ich versuch's mal so. Tatsächlich. Ja, verdammt. Hallo, bitte schließ das. Ich möchte die Zone... Danke. Jetzt habe ich zwei hübsche Lumen. Wenn die mich nach einem Lumen fragen, die Goblins, das können die gerne haben. Ach, ich habe mir gerade gedacht, wo bleibt eigentlich das nächste Daily Update? Und da ist es. Ich nehme den Siedler einfach mal an. Weil ich sowieso genug von allem habe. Die FPS halten sich dann doch irgendwie so langsam wieder. Also,